Wir freuen uns, dass wir heute hier so virtuell gemeinsam zusammen hier Zeit verbringen können. Und ja, ich bin Björn und ich sitze hier zusammen mit Katja, die sich gleich auch noch selber vorstellt, nicht an zwei verschiedenen Orten, sondern am selben Raum, aber wir schauen in zwei Bildschirme. Und unterhalten uns da auch so ein bisschen über die Bildschirmebene. Insofern für uns auch sehr speziell. Ja, wir sitzen in Ludwigsburg an der Pädagogischen Hochschule. Das ist eine Lehrerausbildungsstätte hier in Baden-Württemberg. Und da werden auch DATS-Lehrpersonen ausgebildet, unter anderem. Und es gibt aber auch Studiengänge, die mehr im Bereich Film, kulturelle Bildung, Theater und so weiter eingehen. Ja, ich selber bin Medienpädagoge und mein Schwerpunkt ist Filmarbeit, Filmbildung. Das mache ich schon seit ein paar Jahren und immer noch mit sehr viel Spaß. Ja, ich gebe mal weiter an Katja zur Vorstellung. Mein Name ist Katja und ich arbeite hier an der Hochschule im Fach Deutsch und mein Schwerpunkt ist die Sprachförderung. Ich habe auch in der Schule lange gearbeitet als Lehrerin und habe da in Vorbereitungsklassen, heißt es bei uns, Schülern Deutsch beigebracht, die neu nach Deutschland kommen. Und ja, und mache gleichzeitig auch Filmarbeit zur Sprachförderung. Aber mein Schwerpunkt ist die Sprachförderung und deshalb arbeiten wir auch zusammen. Also wir ergänzen uns da sehr gut, Björn und ich. Ja, wir haben ja für euch jetzt einfach mal einen Input vorbereitet. Es kann sein, dass ihr euch vielleicht für ganz andere Sachen interessiert, wie die, die wir jetzt irgendwie erzählen. Wir sind eine kleine Runde, zögert also nicht, einfach zwischenzufragen. Schreibt eure Fragen in den Chat. Eben wenn ihr euch was anderes vorstellt oder wenn euch andere Sachen interessieren, auf die wir jetzt auf die Schnelle nicht eingehen können. Wir werden versuchen, das so ein bisschen im Blick zu behalten und dann entsprechend auch zu reagieren. Ja, Film- und Theaterarbeit als kreativer Zugang zum DATS und DAF-Lernen. Es ist ein Ansatz, ein Sprachförderansatz, der sich vor allem auf Deutsch als Fremdsprache bezieht. Deutsch als Zweitsprache hat noch da ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, dazu später noch mehr. Und ja, viele von euch arbeiten ja auch mit Filmen und ihr habt das Potenzial der Filmarbeit eben für die Sprache genutzt. Hier kommt auch die Theaterarbeit noch dazu. Und der Rahmen, wo wir diesen Ansatz ausprobieren, das sind vor allem DAF-Projekte in Südosteuropa, unter anderem auch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Serbien, die da Deutsch als Fremdsprache in der Schule lernen. Und heute Abend sind ja auch, glaube ich, zwei von euch sind ja auch aus Serbien da. Insofern auch sehr spannend. Und auch Flüchtlingsarbeit, also Filmarbeit und Sprachenlernen für Einsteiger in Deutschland. Das Spezielle bei uns ist, dass die Gruppen, mit denen wir es zu tun haben, das sind immer interkulturell zusammengesetzte Gruppen, die eben dann auch die Fremdsprache Deutsch so als, oder die Zweitsprache Deutsch dann als verbindendes Element haben. Das ist vielleicht eben speziell. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht dann im Einzelnen. Ja, wir machen jetzt den ersten Versuch, mal ein Video abzuspielen, so als kleinen Einblick so in den Ansatz Sprache, Film und Theater und brauchen dazu aber noch eine Freigabe von Nadja. Ne, zeig dir einfach so. Bitte hier über meine. Danke.
Heute würden wir euch gerne so ein bisschen unsere Intention, den Ursprung auch von dem Ansatz vorstellen und auch auf dieses Sprachfördercamp eingehen, woraus auch dieser Trailer kam. Dann würden wir für euch was über unsere filmische Ausbildung sagen, also worauf achten wir, wie vermitteln wir auch dieses filmische Handwerkszeug, was man dann braucht und wie verbinden wir das mit Sprachförderung. Dann wollen wir noch aufmerksam machen auf didaktisches Material, was wir im Netz anbieten auf der Plattform Sprachförderung EU. Da gibt es verschiedene Übungen, die eben Film, Theater und Spracherwerb und Sprachaneignung verbinden. Und vielleicht ist dann noch Zeit für eine kleine Online-Diskussion am Schluss. Ja, zum Anliegen und zum Hintergrund vom Ansatz. Man sieht hier, es ist ein Junge, der ist gerade an der Kamera, man sieht es im Hintergrund so ein bisschen unscharf, da ist in der Mitte unten ist ein Monitor und er möchte jetzt, dass die Person links oben auf dieser Bühne ins Bild kommt. Und er sagt vielleicht dann in dem Fall mit dem ihm zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln, du geht weiter auf den Seite bitte zum Beispiel. Und dabei gehen ihm jetzt verschiedene Sachen durch den Kopf. Er fragt sich natürlich, ja, verstehen die nicht gerade, was ich meine? Und nicht nur das, sondern vielleicht auch, wie war das mit dem grammatikalischen Geschlecht jetzt nochmal im Deutschen, mit dem Wort Seite, war das jetzt männlich, war das weiblich? Oder auch so Sachen wie, ich bin jetzt 14, aber weniger Grammatik, also weniger Syntax, Morphologie, das sparen wir uns auf. Es soll vor allem Spaß machen, das Ganze. Also Sprache sprechen soll Spaß machen und soll vor allem auch Sinn geben. Also dass diese Fremdsprache deswegen gebraucht wird, weil man gemeinsam was machen will. Man will gemeinsam was auf die Beine stellen und Sprache ausgerichteten Ansätzen dann in Fremdsprachenlernen, also Focus und Form, Focus und Forms-Ansätze, die gibt's natürlich, die sind natürlich wichtig und dieser Ansatz kann das nicht ersetzen, sondern nur eben ergänzen. Zum Hintergrund kurz, ja, schalten wir mal hier in diese wunderschöne Umgebung. Ja. Man sieht hier Felixstadt in Rumänien. Dort findet seit 6 Jahren jetzt ein Sommercamp statt. Man sieht, es ist sehr idyllisch, weit abgelegen von der Stadt, im Herzen von Siebenbürgen. Und wir haben da eine Kooperation aufgebaut mit dem Jugendhaus dort vor Ort und machen da, wie gesagt, das Sommercamp. Ja. Und teilnehmen an dem Sommercamp können 13- bis 16- oder 17-Jährige, auch Jugendliche aus Serbien, Kroatien, Rumänien, Deutschland und 2016 war auch noch Ungarn dabei. Also Deutsch als Fremdsprachlernende, das ist natürlich die Voraussetzung. Jugendliche produzieren dort Spielfilme, 10 Minuten, also Spielfilme, nicht zu lang, aber 10 Minuten brauchen auch schon viel Zeit, das wissen sich ja alle, die schon im Filmbereich jetzt gearbeitet haben. Die Jugendlichen werden begleitet von Lehrpersonen, die natürlich mitkommen, einmal als Begleitpersonen, aber auch, um sie eben zu betreuen und zu begleiten in dem Camp. Und Studierende hier von der PH Ludwigsburg begleiten auch die Jugendlichen und leiten sie an in ihrem Filmschaffensprozess. Dozenten sind auch dabei, die zunächst die Studierenden ausbilden, die dann eben vor Ort auch die Jugendlichen in Gruppen dort begleiten. Wichtig ist, es geht um Kommunikation und Deutsch als Fremdsprache. Das war auch die ursprüngliche Idee des Ganzen, dass es eben ein Gegenpol sein soll zum Deutsch als Fremdsprachunterricht, der dort ja, vornehmlich dann in der Schule gemacht wird, wenn man da ja nicht so die Möglichkeit hat, jetzt 2 Wochen zu
Projekt aufzubauen oder zu machen. Und das war so die ursprüngliche Idee, dass vor allem eben kommuniziert wird, weniger geschrieben, sondern kommuniziert. Und das Projekt, wie gesagt, findet seit 2011 jährlich einmal statt im Sommer. Ja, man sieht hier Eindrücke aus dem Camp, was da so gemacht wird. Und man sieht, auf der linken Seite wird mit Tablets gearbeitet. Das ist auch die Technik, die wir dort verwenden, aber auch Kameras haben wir mit dabei. Also wir haben recht professionelles Equipment dort immer mitgebracht. Und die ersten 4 Tage werden aber mit Tablets bestritten. Und da geht es zunächst mal um eine Ausbildungsphase, weil bis man zu einem komplexen Projekt oder zu einem Spielfilm kommt, muss man ja zunächst mal das Handwerkszeug lernen. Und zwar geht es da einmal um Filmgestaltung und Schauspiel. Die Jugendlichen, die dorthin kommen, sind normalerweise nicht vorgebildet in den 2 Bereichen und bekommen da mit kleinen Übungen eben eine 4-tägige Ausbildungsphase, um das Know-how zu lernen. Um dann in die Produktionsphase zu gehen, die findet von Tag 5 bis 11 statt. Und die Jugendlichen drehen dann auch selbstständig ihre Filme, weil sie in der Ausbildungsphase so darauf vorbereitet werden, dass sie das nachher recht selbstständig bestreiten können und nur noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und am Ende, ganz wichtig natürlich, steht die Premiere, die Filmgala, wo die Filme dann präsentiert werden, dem Publikum präsentiert werden, inzwischen auch Leuten aus dem Dorf, die dann alle mit dazu kommen und sich das anschauen. Genau, und dass ihr euch vorstellen könnt, wie das dann, also wie diese Filme dann auch, sagen wir mal, vom Thema, vom Inhalt, von der Qualität, von der Machart ist, wollen wir euch auch kurz, nur kurze Ausschnitte zeigen aus Filmen, die so in den letzten Jahren entstanden sind. Da müssen wir auch hier wieder umschalten. Hallo, was? Ja, wer redest du? Ich habe über Bella gesprochen. Ja, Bella. Ja, dann Mädchen. Welches Mädchen? Ja, die Mädchen, die war hier, ja. Die? Was ist mit ihr? Sie ist sehr hübsch. Ah ja, geht. Also sie ist nicht hübsch. Hallo, Sie sind die Gärtnerin von Tanja Skratovic? Ja. Was haben Sie Ihnen getan, Sie Wahnsinnige? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Keine Angst, erzählen Sie erstmal Rainer, wie Sie das Opfer getötet haben. Das Opfer? Tun Sie nicht so, als hätten Sie keine Ahnung. Sie wissen ganz genau, was ja, soweit so zu den Eindrücken in diese Filme, also Spielfilme zu also Themen ihrer Wahl. Bin wieder drauf, gell? Ja. Oder? Ah doch, jetzt ist zeitlich verzögert. Genau, also die Themen werden selber gewählt, die Geschichten werden selber ausgedacht. Man sieht vielleicht, dass die Umgebung dort und die Kulissen natürlich sehr inspirierend sind und dass sich da dann Geschichten ergeben, die einfach auch zu dem Setting passen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in unserem Konzept, eben gerade bei der Dramaturgie, bei der Storyentwicklung, dass die eben nicht im Klassenzimmer am Schreibtisch stattfindet, sondern Film
muss unserer Meinung nach immer am Ort des Geschehens entstehen. Alle Gedanken, alle Ideen und auch alle Sprachanlässe lassen sich dann am besten direkt vor Ort dann vermitteln, oder sie entstehen eben dort vor Ort, wenn man dann in so ein verfallenes Haus reingeht und sich so vorstellt, was, wer könnte hier gelebt haben oder was könnte da passiert sein und so weiter, ergeben sich dann ganz interessante Möglichkeiten für Storytelling. Ja, jetzt steckt da relativ viel filmisches Handwerkszeug drin in diesen Filmen, und die Frage ist ja, was vermittelt man da, und vor allem, wenn man es dann auch in der Fremdsprache vermittelt, das ist ja durchaus nicht trivial, und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Wenn man mal den Schauspielausbildungsteil sich anschaut, dann, also den wollen wir heute jetzt nicht ins Zentrum rücken, aber dieses Panel hier gibt ein bisschen Überblick. Also es geht natürlich erstmal so um grundsätzliche Vertrauensübungen, Körperbewusstsein entwickeln, kleine Improvisationen, und dann bis hin zu eben Figuren entwickeln aus verschiedenen Körperausdrücken, aus Mimik- und Gestikübungen heraus. Das ist am Anfang noch ganz ohne Sprache, da wird viel mit Körpersprache gearbeitet, und vielleicht habt ihr auch gesehen in dem ersten Filmausschnitt, da ist ein Mädchen, die sagt in dem Film eigentlich an der Stelle nur ein Wort, nämlich Maria, und sie intoniert dieses Wort, oder sie spielt dieses Wort aber so aus, dass es eben zu ihrer Figur passt, dass es zur Story passt und dass es dieses eine Wort eben eine große Wirkung eben hat. Was beim Filmschauspiel auch noch wichtig ist, dass es hier nicht um Theaterspielen geht, sondern es geht um Schauspiel vor der Kamera. Das bedeutet, Overacting ist hier natürlich schwierig. Ich kann nicht so agieren wie ein Bühnenschauspieler, der bis in die hinterste Reihe noch klar machen muss, welche Emotionen er da jetzt gerade hat, sondern sehr zurückhaltend, authentisch zu spielen, auch wenn die Kamera nur 5 cm vom Gesicht weg ist. Das ist auch der Grund, warum jetzt auch bei den Schauspielübungen Tablets mitgebraucht werden, dass man eben direkt sieht, wie dann die Wirkung ist in der Kamera. Also es werden Schauspielübungen, die man normalerweise so in der Theaterpädagogik verwendet, genommen, aber dann eben gleich mit der Kamera genutzt, dass man die Wirkung sehen kann. Das Tolle hierbei ist auch, dass je nach Rolle, die ich dann habe, so als Schauspieler, ist es vielleicht auch gut, wenn ich die Sprache jetzt nicht formal perfekt sprechen kann, sondern das sind vielleicht Akzente dann auch passend oder sprachliche Ticks, die dann zur jeweiligen Figur passen, die man dann auch, also wo man dann auch das überzeichnet dann nochmal darstellen kann und das dann trotzdem eben auch ein positives Erlebnis ist und nicht so das Erlebnis, ja, ich kann das ja hier gar nicht perfekt machen, sondern im Gegenteil. Beim Filmischen, wir gehen nachher noch auf einzelne Übungen ein, vielleicht nur so als Stichworte, wir machen viel mit Bildkomposition, Position, goldener Schnitt, Headroom, Noseroom, das sind so 3-4 Sachen, wenn man die beachtet, kriegt man relativ schnell professionelle Bilder hin. Dann gehen wir aber auch weiter, machen so Standardsituationen, was ja auch dann wichtig ist für Sprache und Abbildung von Sprache, nämlich wie löst man Gespräche auf, filmisch, dass es einigermaßen gut rüberkommt, ja, bis hin zu, wie baut man Spannung auf, wie, aber auch wie arbeitet man dann am Filmset zusammen, dass man da effizient arbeitet, dass man bestimmte Begriffe auch dann verwendet, also Stichwort Wortschatz. Das zeigen wir nachher noch am Beispiel. Genau, dann gebe ich wieder an dich hier. Also nicht so, nee, einfach hier, das ist die typischer Ablauf einer Übung. Okay. Das ist doch kein. Okay.
Genau. Also in der Übungsphase, die einzelnen Übungen sind immer gleich aufgebaut. Es geht darum, selbst dann zu entdecken, wie was funktioniert. Deshalb wird immer eine filmische Aufgabe gegeben. Die kann entweder mündlich oder schriftlich erfolgen, wird natürlich noch gestützt durch Wort-Bild-Karten, weil teilweise sind sie auch Sprachanfänger in der Sprache Deutsch und brauchen dann eben noch das Visuelle dazu. Und es geht darum, dass sie dann diese Aufgabe selbstständig lösen. Und im Lösen dann natürlich kommunizieren. Das wäre der zweite Schritt. Ein bisschen, genau. Also die filmische Aufgabe wird dann bearbeitet. Wir zeigen auch gleich noch ein Beispiel, dass man sich besser vorstellen kann. Die wird eigenständig gelöst. Sie müssen sich also aushandeln, müssen schauen, wie setzen wir das um, wie schaffen wir das, dass wir die Aufgabe lösen. Und in einem dritten Schritt, in einem sehr wichtigen Schritt, aber auch einem schwierigen Schritt, werden dann die Ergebnisse angeschaut und es wird auf die filmischen Mittel eingegangen oder auch auf schauspielerische Mittel natürlich, die da verwendet werden. Und es wird das dann rausgezogen und nochmal besprochen, festgehalten, genau, die Aufgabe geschrieben. Und mit diesem handwerklichen Rüstzeug, das sie dann haben, wird dann wieder weitergearbeitet. Oder auch sprachliche Dinge, die aufkommen, also sprachliche Sachen, die besprochen werden, Wortschatz, Sprachroutine und so weiter, wird auch weitergearbeitet. Ach nein, es wird dann rausgezogen. Mhm. Und mit dieser Abfolge lassen sich dann völlig ohne Theorie eigentlich die wichtigsten Medien- und filmgestalterischen Besonderheiten und Tricks und Kniffe relativ leicht vermitteln, ohne dass man eben am Anfang auch selber als Teamer besonders viel reden muss, weil wir möchten ja, dass die Teilnehmer reden und nicht die Leute, die irgendwas von irgendwelcher Theorie erzählen. Beispiel vielleicht für so ein filmisches Problem. Also hier, man sieht gleich im Video, das soll in 5 Einstellungen, in 5 Kameraeinstellungen eine Handlung erzählt werden mit einem unerwarteten Ende. So, ohne dass sie wissen, also sie kennen die Five-Shot-Technik nicht, wo man diese Einstellungen jeweils einer Frage zuordnet, wo, wer, was, wann, und sondern sie sollen es einfach mal so machen. Sie haben aber nur 10 Minuten Zeit oder 15 Minuten, also sehr eine knappe Zeit, und sie müssen es zu 5 hier bewältigen. Und da fällt natürlich jede Menge Aushandlung an. Und da zeigen wir auch noch ein kurzes Beispiel. Genau. Mhm. Ja, dann lassen wir dieses Beispiel aus. Ja. Ah, okay. Ortsbezogene Wortstrukturen verwendet werden. Also dorthin, an der Wand. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich beim Film und beim Schauspiel alles ortsbezogen ist. Also es muss immer geklärt werden, wo steht was, wo agiert wer, wann. Und es geht darum, diese Ideen, die man dann hat, eben in dieser Situation innerhalb von den 10 Minuten oder 15 Minuten eben kommunizieren zu müssen, wobei man dann feststellt, dass man sehr viel schneller dann vonstatten kommt, wenn man über entsprechende Raumlagebegriffe, Präpositionen etc. Verfügt, die man dann im Rahmen von Wortschatzarbeit dann entsprechend auch eingibt. Aber auch hier, sie machen erst die Erfahrung. Das ist so ein Paradebeispiel eigentlich. Das ist die Übung, die Begegnung eines Riesen mit einem Zwergen.
Da ist die Aufgabenstellung einfach, filmt eine solche Begegnung zwischen einem Riesen und einem Zwerg und die sollen ins Gespräch kommen. Zeit dafür 15 Minuten auch. Und da könnte man sich jetzt die Frage stellen, okay, was finden Sie jetzt mit dieser Übung heraus, also Riese und Zwerg? Man sieht hier angedeutet auf der Folie, es ist eine Möglichkeit, dass mal steht und so wird der Größenunterschied rausgearbeitet. Also durch gezielten Einsatz des Bildausschnitts. Während in dem anderen Beispiel hier, kann es ja mal trotzdem anspielen und dann anhalten, hier wird jetzt eher mit der Kamera eben die Wirkung Riese und Zwerg durch Perspektiven rausgearbeitet. Also es könnte auch eine Möglichkeit sein, dieses Problem zu lösen und nachher auch die Lösung mitzubringen. Und auch hier kann man jede Menge filmisches Videobeispiel. Wir versuchen es nochmal umzuschalten, genau, weil da ist, glaube ich, die Qualität etwas besser. Mhm. Das wäre jetzt... Ja. Ja, wunderbar. Filmsprache. Die um auch Sprachvergleiche zu machen. Wichtig ist, dass auch der Wortschatz festgehalten wird in eigenen Wörterbüchern. Manche machen sich eigene kleine Vokabelhefte, es werden Plakate aufgehängt und wie gesagt immer der Transfer dann wieder zur Erstsprache hergestellt. Und dann auch geschaut, welche Wörter kommen in den anderen Sprachen vor. Manche sind ja dann ähnlich oder werden von was abgeleitet. Dann kann man auch überlegen, woher kommen die Wörter. Einfach um die Sprachaufmerksamkeit auf das Sprachsystem zu lenken. Ja, zum Thema Sprachroutine noch. Auch das ist ein Riesenthema beim Filmen. Also fangen wir mal ganz einfach an. Jetzt wenn Sie zum Beispiel ganz am Anfang so ein Vorstellungsvideo von sich drehen sollen, also ein kleines Porträt. Da geht es dann eben ganz einfach los, jetzt mit Sprachanfängern, eben mit solchen Sprachroutinen, wie man es hier sieht, mit so Satzanfängen. Also es ist noch relativ einfach. Es wird dann noch ergänzt mit eben entsprechendem didaktischen Material, wo man mit wenigen, sag ich mal, visuellen Handgriffen und Denkgriffen dann sieht, auf was muss man achten. Jetzt hier zum Beispiel bei der Bildkomposition mit Headroom, Noseroom, Blickweite und eben
wie kann ich dann mit solchen Spielmitteln auch eine Person charakterisieren, dass die Kameraarbeit auch zur Schauspielarbeit passt und so. Das wird hier relativ einfach dann gelöst mit solchen Wortbildvisualisierungen. Aber auch beim bei der Produktion, also beim Set, jetzt kommen wir zur umfangreichen Technik. Also wir arbeiten am Anfang eben, haben wir gesagt, mit Tablets oder mit Smartphones, also ganz ganz easy, ohne großen Aufwand, und erweitern das ganze Setting dann aber auch um ein externes Mikro, dann kommt eine Klappe dazu, dann kommen noch Reflektoren für Licht dazu und so weiter. Einfach auch aufgrund dessen, weil wir wollen, dass dann am Set eine bestimmte kommunikative Atmosphäre auch entsteht, wo man sich an bestimmte Sprachregelungen, Sprachabläufe, kommunikative Abläufe hält. Also auch hier bedarf es eben Wörter, bestimmter Wörter und Wortstrukturen, Kommandos, und auch da versuchen wir, ein Beispiel zu zeigen. Weil eine Tonangel lässt sich an jedes Smartphone anschließen mit einem entsprechenden Adapter. Dann hier die Kamera zum Drehen auf dem Stativ. Dann hat hier jemand ein Tablet in der Hand. Auf dem Tablet ist das Fotoboard von der Szene drauf zur Orientierung, damit auch klar ist, welche Einstellungen müssen gedreht werden, in welcher Reihenfolge. Dann haben wir eben das, die Regie. Continuity, dann ist jemand da, der wirklich darauf achtet, auf, dass keine Regiefehler entstehen oder dass Leute beim Dreh dann auch immer dasselbe T-Shirt anhaben oder eben beim historischen Film niemand eine moderne Uhr oder so ein Symbol trägt, was nicht in die Zeit passt. Also solche Dinge. Dann Kameraassistenz kümmert sich dann um, dass eben die entsprechenden Kabel nachgezogen werden, dass das Stativ an der richtigen Stelle steht und dass die Kamera eben dann auch mobil und flexibel ist. Ja, der Klassiker ist ja häufig, wenn man jetzt die Sprache nicht so gut kann, dann meldet man sich mal eher für die Kamera, um dann festzustellen, oh je, gerade an der Kamera braucht man ganz viel Sprache, um die Leute dann so anzuweisen, dass sie dann an entsprechender Stelle im Bild sind, dass wir einen goldenen Schnitt haben, dass wir eben, dass die formale Continuity stimmt und so weiter. Und dann müssen sich die Leute natürlich auch irgendwie artikulieren, was dann aber im Zusammenhang mit dieser Set-Struktur ganz gut klappt. Ja, es gibt noch verschiedene flankierende Maßnahmen der Sprachförderung, die dann auch notwendig sind. Und auch da möchten wir gleich ein Beispiel zeigen. Und zwar geht es hier drum, an diesem Bild, man sieht, es sitzen sich zwei Jugendliche gegenüber, und der junge Mann hier mit dem gelben T-Shirt, der Tobi, der versucht jetzt, die beiden dabei zu unterstützen, wie sie für eine Szene einen Dialog überlegen. Und dieser Dialog findet exakt an diesem Ort nachher statt, wo die jetzt sitzen. Also dieses ortsbezogene, das ortsbezogene Storytelling ist wichtig, und man kriegt einen Einblick, wie jetzt diese flankierenden Maßnahmen von ihm laufen. Weißt du, dass er da oben ist? Nein. Weißt du nicht? Okay. Was fragen könntest du ihn fragen? Was machst du? Was machst du? Aber du musst nach Hause gehen. Ich muss nicht.
aber sie machen Sorgen und sie lieben dich. Du kannst nicht für immer hier bleiben. Vermisst du deine Eltern nicht? Ja. Zuerst, welche Einstellung soll gezeigt werden? Und wie soll dann die nächste Einstellung aussehen? Und jede einzelne Einstellung wird hier mit der App Comic Live jetzt in dem Fall, es gibt auch andere Möglichkeiten, so Fotoboards zu machen. Aber da wird dann praktisch direkt vom Tablet aus werden diese Bilder fotografiert. Danach werden die besprochen und dann wird eben auf solche Sachen eingegangen, dass man eben keine ähnlichen Einstellungsgrößen aneinander schneiden darf. Oder dass eben der Headroom gleich sein muss, dass es keine Achsensprünge geben darf, dass man hier nochmal besonders auf die Beleuchtung achten muss, weil man hier eine Mischung aus Tageslicht und Kunstlicht hat, was problematisch ist und so weiter. Das wird dann da alles anhand der Bilder besprochen und die Szene, so wie man sie dann jetzt hier sieht, noch mit Dialogen angereichert und dann umgesetzt. Und wenn jetzt die Regie dieses Fotoboard in der Hand hält, dann fällt es ihr auch leicht, dann den einzelnen Beteiligten dann zu sagen, was als nächstes zu tun ist, wo wer hingehen soll und eben wie es weitergeht. Könnten wir auch noch Beispiele zeigen, ich würde aber eher vorschlagen, dass wir in Diskussionsmodus übergehen. Ja, bitte.